Ah, ich kann sogar ein Bankett halten. Supi. 800 Ehre, wie geil ist das denn? Und sogar richtig viel. Guckt mal, Leute, da kommt einiges auf euch zu. Und mit verbesserten Trefferpunkten. Sagt nur, was ich tun soll. Kommen die hoch? Bitte kommt nicht die Treppe hoch. Geht einfach auf Lordi zu. Boah, nein, nein, nicht durch die Gegend sliden. Nein, nein, nein. Lordi, komm mal runter. Die Menschen hegen warme Gefühle. Schau mal eben, was die bösen Leute hier gerade vorhaben. Mein Schwert ist das eure. Ruckel, 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 aufhören. Ihr hört mal auf da draußen. Sagt nur, was ich tun soll. Geht mal raus, sorgt da ein bisschen für Stress. Drei Ritter bleiben hier bei meinem Lordi. Ne, kommt. Unser beider Schicksal ist eines. So, ansonsten brauche ich jetzt wieder Bauern. Bauer, ein bisschen runtersetzen. Geht schneller. Weil die Armee ist gut, ziemlich helfen. Lieben euch, mein Lord. Werdet ihr brauchen? Marsch! Sieht doch ganz gut aus, obwohl die ganze Welt auseinanderbricht. Mein Schwert ist das eure. So, dann lauft mal da runter und schaut mal ein wenig so nach dem rechten da unten. Beeilung! Dem rechten nach dem linken. Na, 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 wer kommt denn da vorbei? Waffen werden benötigt, Sire. So, ich brauche bald noch neue Rüstungen. Hallo, kaufe ich mir am besten jetzt, oder? Dann muss ich, glaube ich, den Bergfried wieder. Ein paar Bögen können wir ja verkaufen, so viel brauchen wir da jetzt nicht. Aber Rüstungen. Sogar ein bisschen mehr jetzt. So. Bauern werden benötigt, Sire. Suppi. Ach, so gefällt mir das. Hier kommt man mit hoch. Oh, okay. Großer Kampf. Lordi, gehst mal ein bisschen weg. Die Ritter werden das eigentlich gut regeln können, denke ich mal. Auf die Plätze! Bemannt die Brüstung! Ja, die Ritter machen das gut. Wie schaut's hier aus? Ach, die sind ja schon drin. Cool. Bist du ein Duell gegen Wolf? Okay. Wenn's der Wolf ist. Schade. Mischt sich jetzt ein Schwertkämpfer ein. Was bekümmert euch, Sire? Es wird bald morgen sein, Sire. Wir müssen nur noch ein bisschen länger durchhalten. Oh, ich gehe jetzt schon in den Angriff über. Die Menschen schätzen euch sehr, mein Lord. Hauptsache nicht übertreiben oder sowas. Nein. So, die zwei Ritter helfen oben noch ein bisschen mit. Mein Schwert ist das eure. So, das war nicht der Wolf, das wäre es ja auch gewesen. Ich habe ja sowieso nur gewonnen, wenn der Gegner keine Truppen mehr hat. Oho, was haben wir denn da? Mein kommt mit Schwert Rittern. Ist das eure. Nicht mal mit wenig. Gut. Dann so. Ja, Armbrust, süß. Ich glaube, ich brauche nicht mehr, oder? Jetzt kann ich mich eigentlich total darauf konzentrieren. Ritterpower wirken zu lassen. Nahrung reicht sogar noch eine kleine Weile. Das ist super. Oh, das ist die neue Attack-Army. Schick mal jetzt schon mal ein bisschen was gegen, oder? Ich glaube, die können Verstärkung gebrauchen. So ein klein wenig. Normal würde ich eigentlich sagen, vier Ritter.
Schwertkämpfer, ein Bogi. Unsere Bögen werden singen. Eigentlich würde ich schon fast sagen, das reicht, oder? 21 Armbrust, die machen da ziemlich Stress. Ihr seid mein Gebieter, Herr. Ach, was soll's. Lass mal die oben. Die Sonne geht auf und wir haben überlebt, mein Lord. Hey. Oh, meine Güte, mein Herr. Die Armee des Wolfes ist wahrlich riesig. Geht es in die Schlacht? Oh. Meint jetzt die Leute, die da unten gerade kommen? Da, mein Herr, in der Ferne. Ich kann die Flagge des Wolfes sehen. Vielleicht könnte eine kleine Streitkraft sie erobern und wir die Schlacht gewinnen. Und das ist er, oder? Die Menschen verabscheuen euch, Sire. Oh, es tut mir leid. Menschen verlassen die Burg. Dann verringern wir mal auf halbe Ration, würde ich sagen, oder? Gut. Ich folge eurem Schlagen wir mal Banner. Zu. Und zur Feier des Tages kommen wir sogar persönlich mit. Und wir nehmen auch unsere Armbrustis mit. Wir nehmen alles mit, was geht. Gebt uns nur ein Ziel. Die Männer sind guter Dinge. Bogenschützen in Bewegung. Hey, die Gegner haben gewonnen. Sagt nur, was ich tun soll. Dann rücken wir mal aus zum letzten Schlag. Waffen werden benötigt, Sire. Gut. Mein nobler Herr. In den Kampf! Alle Mann mitkommen, also alle Deutschen. Die Geschichte wartet. Auf die Plätze, Männer. Bogenschützen, bereit machen. Hier lang. Es wird Zeit für einen kleinen Showdown. Die Menschen hegen warme Gefühle. Hier verschwende ich keine Lebenspunkte dran. Das machen meine Armbrust. Na los doch! Armbrustschützen. Marschieren wir? So. Vielleicht auch mal normal gesagt, ne? In den Kampf! Aha. Das gefällt mir schon besser. Ich folge eurem Banner. Geht es in die Schlacht? Sagt nur, was ich tun soll. Kommt mit hier hoch. Bogenschützen? Die werden hier abgeschossen. So, ich folge eurem Banner. Dann gucken wir mal. Alle Armbrustschützen. Achtung! Sammeln. Kolonnenformation! Sammeln. Los, los. Der Witz ist auch ihr so seid alt. Mein Gebieter. Oh, Ritter. Dann schicken wir euch mal was Ebenbürtiges, oder? Nach vorn! Erwarte Befehle! Da lang und Lodi macht auch mit. Eigentlich sollte ich Lodi im epischen Duell mit dem Wolf lassen. Hätte was. Und weiter. Auf die Plätze! Oho, da hat er wirklich was gesammelt. Um sich rum. Schlachtordnung! Unsere Bögen werden singen. Könnten wir vielleicht überlegen, noch ein bisschen Verstärkung dazu zu holen, oder? Wenn es eben nur ein paar Bogis sind, die sind wenigstens schnell. Bauern werden benötigt, Sire. Unsere Sehnen sind gewachst. Wir bewegen uns. Und na los, weiter. Bewegung. Und Absturz-Safe zwischendrin machen. Das ist eine gute Idee. Nehmt die Armbrüste hoch, Hunde! Und los! So, Wolfi. Waffenschultern. Die Sache ist so gut wie erledigt. Hey, die Armbrustschützen schießen echt so weit wie die Bogenschützen. Das ist cool. Das ist schön. Bereit, Sire. Das war was ich in Stormwind 2 stark vermisst habe. Vorwärts. Aufs so, stellt euch mal hin und macht da ein kleines Gemetzel. Zum Abschuss freigegeben. Super. Die Menschen hegen warme Gefühle. So, macht es mal irgendwie kaputt. Angriff! Ja, Sire. Wir sind eure Leute. Kolonnenformation. Diese Blöcke respektieren Sire? Nicht meine Autorität. Marschieren wir? Prüft die Waffe! Boah, das geht ja auf jeden Fall in Explosion hoch, wenn man mit dem Schwert draufschlägt. Armbrüste, vorwärts! So. Los, los! Bitte einmal reinlaufen, genau wie die Bogis. Ja, Sire. Oh, die Bogis schießen hier sogar schon da rein. Leute. Bogenschützen? Nein, nicht durch den Wolf töten, das ist doch meine Aufgabe. Das reicht. Bogenschützen in Bewegung. Wenn das der Wolf ist, lass ihn mir. Lass ihn mir. Nein, weg, weg. Weiter. Genau, super. Marschieren wir? Alles klar. Nein, ihr mischt euch nicht ein. Das ist mein Kampf. Die
Geschichte war. Hey, das war's. Marschieren wir? Wenn ihr da jetzt meinen Lord weggefrühstückt hättet, hätte ich aber ziemlich die Augen gemacht. Lordi, du gehst wieder weg. Oh. Könnte sogar gefährlich werden. Wird sogar gefährlich. Schnell abschießen, bitte. Der Kornspeicher ist leer, Sire. Dann macht mir den Armbrust weg. Schwein. Wir sind bereit. Wir bewegen uns. Oh oh. Oh Gott, nein. Wo kommen die Armbrustschützen her? Bogenschützen, bereit. Verdammt, bloß nicht sterben, Lordi. Tu mir das nicht an. Das gibt's nicht. Bei den letzten Gegnern. Oh. Niederlage. Passt auf, jetzt kann ich wieder nicht laden. Moment. Dann laden wir nochmal bei unserem Zwischensafe. Hatten wir da den Wolf schon? Ich denke, den hatten wir da schon getötet, oder? Schauen wir einfach mal. Was? Wir haben da gerade erst angegriffen? Okay, dann haben wir eben den Spaß nochmal. Bereit, Sire! Menschen kommen zur Burg. Hey, wir haben da hinten noch Schwertkämpfer. Vorwärts! Die Menschen hegen warme Gefühle für euch, mein Herr. Wir haben fast keine Nahrung mehr, Sire. Verkaufen wir mal ein bisschen was von unseren überschüssigen Zeugs. So viel Mehl. Das bringt sogar gut Gold. Waren. Nicht Hopfen, genügend Waren. Bier. Nicht genügend Waren. Ist okay. Also nicht wegen den Waren, aber hey. So, kommt ihr mal vor. Ihr seid mein Gebieter, Herr. Marsch! Und ihr greift wieder alt gewohnt Armbrüste, vorwärts! Darunter. Eure hier stelle ich mich dazu. Und tut so, als wärt ihr cool, weil ihr dazugehört. Ich folge eurem Banner. Dann rennt ihr direkt da hoch. Ihr seid mein Gebieter, Herr. Wir haben das epische Duell gegen Wolf ja schon gesehen. Das brauchen wir diesmal nicht nachzuholen. Ich lasse es dann mal doch lieber, meinen Lord gleich mit direkt ins Spiel zu bringen. Euer Zeichen, Sire. Nehmt die Armbrüste hoch, Hunde! Bewegung! Es wird dann nämlich doch ein klein wenig Leute. Zu... Naja, knapp. Waffenschultern! Schlachtordnung! Augen auf, Männer! So, schön mit rein. Was bekümmert euch, Sire? Unsere Schwerter sind die euren! Bogenschützen, bereit machen! Na also. Und Leute, können jetzt mal ein bisschen mit ins Spiel kommen. Och, da ist er schon weg. Sire, los, los! Wir sind bereit. Gehen in Stellung. Okay, dahin stellen. Nicht weiter vorrücken. Der Kopf. Die machen jetzt gerade Stress. Leer, Sire. Mein nobler Herr, was bekümmert euch, Sire? So, und weiter durch. Sind irgendwo sonst noch Truppen verstreut, die darauf warten, vom höchstpersönlich exekutiert zu werden? Das ist eine besondere Ehre. Wenn nicht, dann war's das gleich. Mein nobler Herr. Die Flagge ist unser, Sire, und der Feind legt seine Waffen nieder. Der Sieg ist unser. Der Wolf wurde gesehen, wie er vom Schlachtfeld floh. Mit einem schnellen Pferd könnte man ihn fangen. Sieg! Ja. Schnelles Pferd. Wo kriege ich jetzt ein schnelles Pferd her? Es klappte. Ich wusste mit Sicherheit, dass er mich verfolgen würde. Ich war bereit. Der Junge war in meine Falle getappt. Hatte ihn. Sieg. Sieg. Es ist ja nicht zufällig dumm, den Wolf ganz alleine mit dem Pferd hinterher zu reiten, oder? Okay, wie es aussieht. Ja, es hat zwei Comics, das heißt wahrscheinlich. Das war's. Das ist das Ende.
Der Wolf hat gewonnen. Hat auch ein wenig Stil, auch wenn das Ende jetzt ein wenig fad ausgefallen ist. Naja. Was soll ich bloß sagen? Das war Let's Play Stronghold 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen, zumindest das Display an sich. Was ihr zum Spiel sagt, könnt ihr zusätzlich in die Kommentare posten. Mein Fazit zu diesem Spiel folgt jeden Augenblick. Ich danke euch aber schon mal fürs Zusehen und bis zum nächsten Projekt. Das war Let's Play Stronghold 3. Bye bye. So, nochmal hallo alle zusammen. Ja, wir sind nochmal im Hauptmenü. Ich wollte ja nochmal was loswerden. Ich habe ja gemeint, ich möchte noch meine eigene Meinung zu dem Spiel abgeben. Ich mache das jetzt so. Ursprünglich war was anderes geplant, muss ich sagen. Wenn ihr es wissen wollt, ganz ursprünglich hatte ich vor, ein Video zu machen. Und zwar nicht so im Spiel, sondern so gesehen von mir selber, mit Stronghold 3 im Hintergrund, und ich erkläre das alles ein bisschen. Dass ihr alle vielleicht auch mal ein bisschen mehr ein Bild habt oder so. Aus dem Plan wurde leider nichts. Daher mache ich es so. Ist ja auch nicht schlecht. Ganz allgemein, wenn ich jetzt eine Wertung von 1 bis 10 geben könnte, würde ich sagen Stronghold 3, 5. Etwa in der Mitte. Natürlich von dem Maßstab ausgegangen, dass Stronghold 1 volle 10 Punkte hat. Stronghold 2 fragt mich nicht, wie ich das jetzt einordne. Ich habe es nicht so lange gespielt, aber irgendwo zwischendrin. Zur Kritik an sich, allgemein. Ihr habt es ja schon bemerkt, es gibt unzählige Bugs. Viele Sachen sind unausgereift, das Interface ist viel zu riesig und irgendwie komisch angeordnet. Nimmt ja über die Hälfte des Bildschirms weg, teilweise, wenn man es komplett offen hat. Also sehr viele blöde Sachen sind dabei. Das heißt aber nicht, dass das Spiel nur schlecht ist. Es schafft trotzdem noch ziemlich gut, das Stronghold-Feeling rüberzubringen. Die Wirtschaft funktioniert gut in dem Spiel, muss ich sagen. An sich sind auch die Kämpfe an sich sind ja eigentlich weniger gelungen in dem Spiel, aber trotzdem passieren öfters mal spannende Kämpfe, die auch sehr hohen Unterhaltungswert besitzen, muss ich sagen. Und an sich sind auch einige nette kleine Details drin. Wobei man auch wieder sagen soll, bei den spannenden Kämpfen, die werden auch wieder meistens von den blöden Bugs unterbrochen, falls wieder irgendwas nicht läuft oder wieder irgendwas schief geht. Und da merkt man halt einfach, dass das Spiel, es ist halt so, als würde man die Stronghold 3 Beta spielen, wenn überhaupt schon Beta. Es sind halt wirklich bei vielen PCs noch massig Abstürze drin, es gibt diverse Probleme, es gibt manchmal auch Leistungseinbrüche. Gut, bei mir ging es noch teilweise, aber ich habe von anderen Leuten Schlimmeres gehört. Und unter anderem natürlich auch, ja, das meiste habt ihr gesehen, zum Beispiel KI. KI gibt es ja so gut wie in dem Spiel gar nicht, nur die paar geskripteten Angriffe. Und das war es dann eigentlich schon. Aber das sind alles, denkt dran, das sind alles Sachen, die man nachpatchen kann. Also Stronghold 3 besitzt ein gewaltiges Potenzial nach oben noch. Und kann wirklich ein richtig geiles Spiel werden. Ohne Frage. Mit genug Liebe. Also, wenn die Entwickler gut nachpatchen, könnte daraus wirklich ein gutes Spiel werden. Zur Kampagne. Ihr habt es ja gesehen. Die Story war jetzt nicht wirklich unglaublich mitreißend und unglaublich toll wurde sie jetzt auch nicht erzählt. Mit diesen Schwarz-Weiß-Bildchen. Ein bisschen stylisch ist das schon, wenn man es ein, zwei Mal macht, aber die gesamte Story in Schwarz-Weiß-Bildchen. Da hat der allererste Teil schon eine bessere Lösung gewählt. Da waren diese Dialoge mit dem Bildchen um einiges cooler. Von daher, wenn ich noch was Abschließendes sagen darf, im Vergleich zu Stronghold 1. Also meiner Meinung nach sollten sich die Entwickler kein bisschen schieren, einfach dreist wieder vom eigenen ersten Teil abzugucken. Die sollten einfach, das war wirklich das Beste. Sagt mir mal, was ihr dazu findet, aber ich finde, es ist einfach das Beste. Das alte Interface von Stronghold 1, viele alte Grundstrukturen von Stronghold 1. Auch die Zwischensequenzen, das ist auch nicht so mega viel aufwendiger als diese Schwarz-Weiß-Bildchen. Die, wie damals diese Dialoge, die vertonten, mitsamt den Bildchen, die kommen. Das sind alles solche Sachen, die besonders Teil 1 so geil atmosphärisch gemacht haben. Dann natürlich noch solche Sachen, wenn man ein Gebäude anklickt, dass man die Gebäudeanimation sieht und so. Und
die eigenen Gegner, dass man halt immer Gegnernachrichten bekommen hat, wenn sie angreifen, dass die verschiedene Farben hatten. Das sind halt alles so Sachen, die hier fehlen. Da kommt bloß immer, der Gegner greift an, aber man weiß nicht, wer es ist. Also man kann sich nichts drunter vorstellen. Es gibt keine charakteristischen Merkmale mehr so von den Gegnern. Man kann es nicht sagen, das ist der und das ist der. Bei Stronghold wusste man genau, Ratte, Schlange, Schwein, Wolf, das sind die bösen Buben da. Und da weißt du immer, wer einen gerade angreift. Hier verwässert sich das alles ein bisschen. Ich glaube, das mit der Kampagne wird sich wohl nicht bessern, aber alles andere ist wirklich nachpatchbar und verbesserbar. Von daher, ganz abschließend, an alle Leute, die sich Stronghold 3 noch nicht geholt haben und vorhaben, vielleicht zu kaufen, die möchte ich jetzt nicht direkt vom Kauf abraten. Ich möchte nur sagen, wartet lieber ein wenig. Kauft es noch nicht und wartet ab, wie sich das Spiel entwickelt. Bis jetzt lohnt es sich wenig, dass die ganzen bis zu 50 Euro, 45 bis 50 Euro dafür auszugeben. Ich würde sagen, wie gesagt, wartet ein wenig ab. Die nächsten Monate, weil es kann sein, dass Firefly sehr gut nachpatchen kann und auf die Fans hört. Es kann aber auch einfach so liegen gelassen werden. Daher, wie gesagt, beobachtet, wie sich es entwickelt. Und vielleicht kann ich mich mal irgendwann mal so dazu überwinden, hin und wieder mal Stronghold 3 zu spielen und immer auf den aktuellsten Stand zu bringen und euch vielleicht mal hin und wieder zu berichten, was sich so wenn sich wirklich was Großartiges geändert hat, dass ich vielleicht doch mal so ein kleines Spielchen mache und euch was Neues zeige. Aber wie gesagt, ansonsten wüsste ich gerade nichts mehr so spontan und ich danke euch vielmals fürs Zusehen dieses Let's Plays. Und wir sehen uns beim nächsten Spiel. Das wird wohl Skyrim sein, das morgen erscheinen wird. Wir haben heute den 10.11., morgen der 11.11. Ich werde es mir morgen gleich kaufen gehen. Das ist ein teurer Monat. Battlefield 3, Stronghold 3 und jetzt Skyrim. Besser gesagt der Vormonat, aber es ist trotzdem übel. Aber danach bin ich erstmal bedient. Skyrim wird lang, das wird ein Megaprojekt. Und ich werde es machen. Ihr habt gewählt, ich werde es tun. Und ja, dann sehen wir uns dort. Morgen werden, denke ich, die ersten 9 Folgen kommen. Und das war Stronghold 3. Bye bye.